Danny Rose hat genug vom Fußball. Er kann es nicht erwarten, aufzuhören, sagt er. Doch noch bleibt er dem Profigeschäft erhalten. Reinhard Grindel kommt nicht aus den Schlagzeilen. Auch wenn er zurückgetreten ist und kein offizielles Amt mehr beim DFB bekleidet, drehen sich die Nachrichten um seine Person. Am Abend stimmt Sport 1 auf das große Titelduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ein. Außerdem geht es in den Dell-Playoffs rund. Sport 1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für ihren Sporttag komprimiert zusammengefasst. Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit, das ist passiert. Premier League. Rose hat Karriereende im Blick. Bei Danny Rose von Tottenham Hotspur lässt die Lust auf Fußball nach. Er könne nicht erwarten, das Fußball-Business zu verlassen. Bis dahin dauert es aber wohl noch eine Weile. Zum Bericht: Effenberg kritisiert Hernandez Transfer. Stefan Effenberg kritisiert den FC Bayern für den Kauf von Lucas Hernandez. Er könne die 80 Millionen Euro Ablöse für den Weltmeister nicht nachvollziehen. Zum Bericht: Völler bestätigt, Havertz bleibt in Leverkusen. Vor dem Spiel gegen RB Leipzig hat Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler Stellung bezogen. Unabhängig vom Abschneiden der Mannschaft werde Kai Havertz im Team bleiben. Zum Bericht: DFB-Verdachtsprüfung gegen Grindel. Gegen den zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel ist eine Verdachtsprüfung eingeleitet worden. Zum Stand und Inhalt des Verfahrens gibt es allerdings noch keine Informationen. Nur so viel, es soll nicht um die Einfuhr einer Luxusuhr gehen. Zum Bericht: Dell-EEG trennt sich von 12 Spielern. Die Düsseldorfer EG möchte sich neu aufstellen. Der Verein hat mitgeteilt, dass 12 Spieler den Club verlassen werden. Zum Bericht: Formel 1, Regierung will Italien, GP retten. Die italienische Regierung plant, das traditionelle Rennen in Monza finanziell zu unterstützen. Es soll mit 10 Millionen Euro pro Jahr gefördert werden. Zum Bericht: Das passiert heute. Premier League. Kracher: Klopp gegen Hasenhütte. Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool zurück an die Tabellenspitze in der Premier League. Die Chance dazu haben die Reds am Abend im Duell mit dem FC Southampton. Premier League: FC Southampton, FC Liverpool ab 21 Uhr im Live-Ticker. Dell, Haie wollen Ausgleich gegen Adler. Das zweite Spiel der Halbfinals steht in der Dell auf dem Programm. Die Kölner Haie empfangen die Adler Mannheim in der heimischen Arena und wollen die Serie auf 1:1 ausgleichen. Parallel gibt es das Bayern-Derby zwischen den Augsburger Panther und dem EHC Red Bull München. Dell-Halbfinals ab 19:30 Uhr im Live-Ticker 2. Bundesliga: Regensburg gegen Bochum gefordert. Mit einem Sieg über den VfL Bochum kann der SSV Jahn Regensburg Anschluss an das obere Tabellendrittel halten. Zeitgleich empfängt das wiedererstarkte Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue. 2. Bundesliga ab 18:30 Uhr im Live-Ticker. Bundesliga: Mainz empfängt Freiburg der 1. FSV Mainz 05 will im Heimspiel gegen den SC Freiburg gewinnen, um sich von jeglichen Abstiegssorgen zu befreien und die Breisgauer in der Tabelle zu überholen. Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 Sport Club Freiburg ab 20:30 Uhr im Live-Ticker. Das müssen Sie gut sehen. Bundesliga Actual Spezial. Bundesliga Actual Live Spezial. München und Borussia Dortmund um die Meisterschaft. Dell: Augsburg gegen München, zweites Spiel der Dell-Halbfinals. Die Augsburger Panther wollen gegen den amtierenden Meister EHC Red Bull München die Serie zu Hause ausgleichen. Das Hinspiel verloren die Augsburger in einem Marathon-Match unglücklich mit 0:1. Die Revanche gibt es ab 19:25 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Stream Sky Sport News HD, die 2.
Bundesliga. Auch in dieser Spielzeit sind die Highlight-Zusammenfassungen der zwei Bundesliga in der Sky-Produktion, Sky Sport News HD, die zwei Bundesliga, parallel auch ab 22.30 Uhr im TV auf Sport 1 zu sehen. Die Sendung fasst am Freitag und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. Bundesliga aktuell ab 23.30 Uhr live im TV und Stream präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2 Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. Das Magazin bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Videoschmankerl des Tages: Steph Curry gelingt ein zauberhafter Assist. Damit spielt der Star der Golden State Warriors den Ball an Kevin Durant, Lakers, vorbei.